Значит, хотя бы что-то знаете. А я-то не знаю ничего. Не, ну раз нас мы не будем читать стихи, то и не надо, да? Я просто думаю, нужно мне достать iPad или не нужно? Не нужно. Вроде бы не надо. Дима, мы же не будем читать. У нас только Дима все знает. Ну, я на всякий случай взяла. So, meine Damen und Herren, wir fahren fort, oder wir schließen ab, runden ab. Bei dieser Veranstaltung, bei diesem Teil, abschließenden Teil, werden keine Gedichte vorgetragen, zumindest von uns keine Gedichte, keine Prosa-Fragmente auch. Wir sprechen nur miteinander und wir haben tatsächlich eine schwierige Aufgabe. Also das haben Sie alle bemerkt im Laufe des heutigen Tages, definitiv, wie heikel, wie brenzlig, knifflig und kompliziert das alles ist und wie schwer es uns fehlt, darüber zu sprechen. Es gibt immer Möglichkeiten, wie in alten sowjetischen Zeiten irgendwo in der Küche Gespräche zu führen. Es gibt immer die Möglichkeit, auch in bestimmten Netzwerken sich auszutauschen, auch in Social Media. Und das kommt immer vor und das wird von verschiedenen vom Fall zu Fall, sagen wir so, unterschiedlich gedeutet, ausgelegt. Und die Lesart ist immer anders. Wir haben nicht gedacht, dass wir je in eine solche Lage kommen werden. Dass, egal ob wir uns als Sieger betrachtet haben, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Recht haben, rechthabende Sieger, immer rechthabende, oder als Vertreter der einer besseren Gesellschaft, wie wir alle oder viele von uns dachten zu Sowjetzeiten, dass wir eine fortschrittliche marxistische Idee vertreten und ein Programm, ein Projekt realisieren, dass die Zivilisation weiterführt, dass es eine bessere Gesellschaft, eine menschlichere Gesellschaft auch daraus entsteht, trotz allen Widrigkeiten und Opfer, und diese Opfer auch berechtigt sind, weil so ein Weg ist steinig. Wir erleben immer wieder neue Umbrüche. Nach dem Zerfall der Sowjetunion haben wir darüber, glaube ich, nicht gedacht, dass sowas noch auf uns kommt. Dermaßen umwälzend, dermaßen gewaltig und gewaltvoll. Das ist, einerseits war das zu erwarten irgendwo, und da kann ich Ingo Schulze recht geben, der vorher sagte, dass Orban-Regierung oder PiS-Regierung in Polen ist auch eine späte Folge von diesen Umbrüchen und dieser Umbruchzeit damals. Aber der Mensch, ob der Mensch sich ändert, das ist auch eine recht rhetorische Frage, die dahingestellt ist, die man nicht beantworten kann oder doch beantworten, aber ändern wir uns, liegt es nicht an uns allen? Boris Schumerzky hat heute sehr viel über Schuldgefühle gesprochen und darüber wird auch sehr viel diskutiert in der russischsprachigen Community. Alina Gromova hat auch gesagt und Sonja Longolius hat
berechtigt gefragt, wie ist das jetzt mit der Sprache? Also wird man in der russischen Sprache kommuniziert oder wird diese Sprache eine sozusagen nach Verschwiegenheit, falsches Wort, nach einem, wie soll ich das beschreiben, also dass man diese Sprache wählt aus, naja, aus dem Standpunkt, aus dem Gesichtspunkt, dass man in dieser Sprache kommunizieren darf, soll und kann, oder wird man immer dann die Frage, sich selbst erstmal die Frage stellen, wie kommuniziere ich? Tatsächlich, wir kommen aus verschiedenen sowjetischen Republiken. Ich komme aus Riga, Irina Jevsa kommt auch ursprünglich und grundsätzlich aus der Ukraine. Michael Schleicher kommt aus Russland und das ist nicht, Russland ist groß. Bei dir kann man von Uralgebiet sprechen. Ein anderer Kollege von uns, Timofei Satarov, kommt aus Sibirien und er hat es immer betont, also ich werde oft, es wird oft Russland ausgeklammert und es steht da Sibirien, als ob Sibirien ein Land sei. Und er hat immer deswegen da, damit sozusagen gescherzt und auch ein bisschen, da waren natürlich auch Spekulationen über, ob Sibirien nicht unabhängig sein wird oder sein muss. Also solche Gespräche wurden auch bereits 1917 geführt. In der Zeit des Bürgerkrieges. Es gibt viele Fragen, die damals nicht gelöst wurden. Das ist wirklich so. Und Garten der Pfade, die sich verzweigen, Wege und Wahrnehmung der Literatur heute. Das ist eigentlich das Thema. Und Literatur. Was mich immer stört, wenn heutzutage, ob ich habe das schon angedeutet und gesagt, ob die Literatur diesen Anspruch erheben darf, überhaupt zu urteilen, didaktisch zu werden. Was ist gut an dieser Didaktik? Didaktik hatten wir auch zu Sowjetzeiten sehr viel erlebt, auch in Gedichten. Es gab sehr viele Dichter, die didaktisch waren, unheimlich didaktisch. Heute, in heutigen Russland gibt es das auch wieder. Also es ist aufgegriffen worden. Es muss nicht politisch sein, aber didaktisch auf jeden Fall. Der Dichter, der dann kommt, oder vor allem Dichterinnen, heute ist das sehr beliebt, und dann irgendetwas uns sagen, was wir lernen sollen. Oder irgendwelche platte Wahrheiten, die jeder kennt, aber die uns sozusagen noch gereimt und publizistisch zugefügt werden. Was mich stört, ist die Egomanie. Egomanie, die in der Gesellschaft immer vorkommt und bei den Autoren, bei Literaten auch sehr oft, meines Erachtens, nicht immer, aber oft. Ich würde ein unschönes Wort benutzen, großkotzige Egomanie. Das ist schlimm, das ist immer schlimm. Das ist immer wichtig, dass man bescheiden bleibt, auch in der heutigen Zeit, wo alles darauf gerichtet, ausgerichtet ist, sich selbst darzustellen, in Szene zu setzen und ins Bild. Und auch Facebook, auch Social Media ist, also damit wird gearbeitet, mit dieser menschlichen Schwäche, sich als was Großartiges, etwas Großartiges zu präsentieren. Und wenn ein Land damit, also
drauf pocht und damit spielt, da passieren schlimme Sachen. Von Zeit zu Zeit verlangt die Welt um uns herum nach einer Umbenennung. Es ist fast, liest sich wie fast ein Gedicht auch. Von Zeit zu Zeit verlangt die Welt um uns herum nach einer Umbenennung, hat Alexei Parschikow einmal gesagt. Und er hatte vollkommen recht. Auch unser Festival Luftschiff hat auf den ersten Blick eine so ganz natürliche Umbenennung erfahren. Und doch gibt es ein bisschen ein anderes jetzt. Oder, wenn Sie so wollen, ein anderes Festival, das uns trotzdem sagt, wir bleiben dabei, dass aus unseren anfänglichen Unternehmungen, Suchen, Gefühlen gewachsen ist. Und trotz der verlockenden Vielfalt an Interpretationen, Konnotationen steht nach wie vor, das ist unvermeidlich, auch die metamoderne Erzählung im Mittelpunkt. Und im Vordergrund steht natürlich auch Mensch. Und darüber habe ich schon gesprochen, ein bisschen mit der Moderne und sehr viel Mensch und Menschlichkeit. Und Identitäten. Über Identitäten war gerade auch die Rede und meine erste Frage ist an Irina, welche Identität würdest du, ich duze jetzt, wenn du erlaubst, nehmen wir das nicht so genau. Wir haben heute mit Sonja festgestellt, dass es jetzt professionell zu duzen, also zumindest unter den Literaten und Kollegen. Ja, sich zu duzen, warum nicht? Das ist einfacher. Jedenfalls, die Identität von dir als Autorin, als Mensch, als Frau, also was würdest du hervorheben? Ну, человек, прежде всего, да, на первом месте. Что касается идентичности, то... Was Identität angeht, es ist immer für einen Menschen, der schreibt, wie ich zum Beispiel in russischer Sprache, der Mensch, der außerhalb Russlands lebt, es ist immer auch eine schwierige Frage. Also zum Beispiel, wenn wir oder meine Gleichaltrigen oder etwas jüngere Menschen sind Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion stammen, als es noch ein großes Land war. Und wir, als man uns in der Schule gelernt hat, waren eine historische Gemeinschaft, die sowjetische Gesellschaft, das sowjetische Volk. Diese Formel habe ich für mein ganzes Leben, Restleben verinnerlicht. Also ein großes Land, sicherlich gibt es auch menschliche, klimatische Faktoren, die zum Unterschied beitragen. Und all das, man käme nicht umhin, dass diese Faktoren auch eine Rolle spielen, wenn wir über die südrussische Schule zum Beispiel sprechen. Wir sprechen über Bagritsky, Babel, Odessa, also diese barocke Erfülltheit, also diese Gesetzlichkeit, die für diese Schriftsteller charakteristisch ist. Das ist genau das, was wir südrussische Schule nennen. Sogar als diese Autoren weg von Odessa, aus Odessa waren, ist es an ihnen hängen geblieben. Und das ist diese Festigkeit, dieses Fundament, das in der Kindheit zugrunde gelegt wird von diesem Material, das man nicht betasten kann und auch bestimmen kann. Es ist einfach auf einem genetischen Level. Heutzutage ist es anders. Es gab die Zeit der 90er Jahre,
und ich erinnere mich sehr genau, warum dieser Widerspruch überhaupt entstanden ist, weil während der sowjetischen Zeiten dachten wir überhaupt nicht über das Nationale, über Nationalitäten. Wir hatten wunderbare Freunde aus Kiew, ukrainische Freunde aus Kiew, aus Charkow. Wir trafen uns in unseren Küchen, schimpften auf unsere Regierung, wir liesten die Bücher des Undergrounds. Und was aber sehr wichtig war für uns, egal in welcher Sprache, was der eine oder der andere Mensch schreibt, das war wichtig. Und auch seine Anständigkeit oder ihre Anständigkeit von einem solchen Menschen. Und als die Perestroika kam, haben sich die russischsprachigen Literaten sehr gefreut, weil sie dachten, okay, das ist das Ende der Parteisekretärliteratur, der Beamtenliteratur, des Parteiapparats. Von uns wird jetzt nicht verlangt, von uns wurde auch nicht mehr verlangt, dass wir als Zugpferde für sozialistische Lyrik auftreten, über die Partei, über Lenin. Ich habe nie sowas geschrieben, ich selbst. Und dann dachten sie, diese russischsprachigen Lyriker, dass einfache, freie Literaturlandschaft entsteht und literarisches Leben beginnt. Aber als das so schnell passierte, ausgerechnet unsere ukrainischsprachigen Brüder von Literatur, haben sie gesagt, nein, jetzt sind wir separat, jetzt sind wir von euch getrennt. Das kann man erklären. Es gibt eine Erklärung, einen objektiven Grund dafür. Ja, es gab Probleme mit der Sprache. Es war möglich, Ukrainisch nicht an der Schule zu haben. Und generell, ja, die ukrainische Kultur war, offiziell war sie natürlich präsent überall, die ukrainische Kultur, aber es waren nicht die richtigen ukrainischen Bücher. Es waren nicht die Bücher der erschossenen ukrainischen Lyriker. Von daher, das Erste, was sie machen wollten, sie wollten so ein frostschen Zaun zu errichten, um sich zu separieren, sich zu trennen und dann sich zu überlegen, was weiter passiert. Und die russischsprachigen Literaten waren so enttäuscht und beleidigt, was man auch verstehen kann, dass dieser Bruch, diese Trennung, allmählich vertiefte es sich, breitete sich aus. Deshalb war es eine ganz andere Empfindung und sehr anderes Gefühl. Entschuldigen Sie, dass ich so ausgiebig spreche. Doch, es ist sehr wichtig, was du sagst. Ja, deshalb, also ich habe die letzten 10 oder 20 Jahre habe ich in der Ukraine verbracht, aber mein ganzes kulturelles Leben, mein literarisches Leben fand in Russland statt. Dort fanden die Festivals statt. Ich bekam Preise in Russland, veröffentlichte meine Bücher dort. Und jetzt, wegen des Krieges, obwohl es paradox klingt, sobald der Krieg ausgebrochen ist und Russland die Ukraine angegriffen hat, wenn ich wie Josef Brodsky hätte sagen können, ich bin Bürgerin der Ukraine, aber eine russische Lyrikerin. Jetzt könnte ich das als, ich würde sagen, ich bin Ukrainerin, die auf Russisch schreibt. Das ist der wichtige Unterschied. Also das ist jetzt ein anderes Vorzeichen plötzlich. Und ich verstehe es besser als viele andere, dass ich mein Auditorium verloren habe, praktisch in Russland auch. Mein Publikum habe ich verloren. Da sind nur die restlichen Freunde und Kollegen, die übrig geblieben sind, die ich über das Leben gefunden habe. Also die werden es der Gewohnheit halber weiterlesen, die Leserschaft, die ich schon habe. Deshalb ist die Situation sehr außerordentlich kompliziert. Und was in der Ukraine nach dem Krieg passieren wird, ist schwer vorzustellen. Im Moment ist natürlich in Charkow, das ist ja eine russischsprachige Stadt,
wurde ein Denkmal von Puschkin niedergerissen, aber er wurde sehr vorsichtig wegtransportiert. Das ist aber nicht nur einfach ein Puschkin-Denkmal. Die Straße wurde auch trug den Namen von Puschkin. Es gab die Puschkiner Einfahrt, der Poesieplatz hat es gegeben. Auf der anderen Seite stand Gogol. Das hatte einen abgeschlossenen Charakter. Ich bedauere es sehr, dass das Puschkin-Denkmal entfernt worden ist. Ich mag das nicht, aber ich verstehe, warum das passierte. Wie diese Situation sich lösen wird, was mit der Sprache passieren wird. Natürlich wird Charkow nicht gleich auf Ukrainisch sprechen wird, weil eine komplett russischsprachige Stadt ist es. Aber die Kinder im Kindergarten, in der Schule, das werden schon ukrainischsprachige Kinder sein. Und wirst zu einem Wanderer, zu einem Gejagten wirst du, oder so ein ewiger Jude, der keinen Platz mehr plötzlich findet. Man versteht nicht, wo dein Platz jetzt als solcher überhaupt ist, auch physisch. Weil das, was wir in uns tragen, die Literatur, die wir lesen und schreiben, das ist unser Platz, wenn wir über Literaten sprechen. Aber diese geografischen Bindungen sind außerordentlich wichtig auch. Und was im Endeffekt passieren wird, weiß ich auch nicht. Also vor allem, wenn wir über Charkow sprechen, eine lange Tradition, es gab ja Autoren, Tradition die man kennt, wichtige auf Russisch gearbeitet haben, Autoren wie Wiedenski zum Beispiel oder Limonow. Slutsky, Chichibabin, Miloslavsky. Бахчинян. Можно очень много перечислять. Если можно, я вступлю еще одно. Wir können sehr viele Namen erwähnen. Ich würde auch einen Namen erwähnen. Wir haben uns entschieden, auf Russisch zu sprechen, aus verschiedenen Gründen. Wir haben uns entschieden, auf Russisch zu sprechen, weil wir haben uns ein fantastisches Переводчик. Kann ich das nicht selbst das nicht überprüfen, aber man sagt es und ich glaube denjenigen, die das sagen. Und aus verschiedenen Gründen, und das lässt uns spontan sprechen, denken beim Sprechen und direkt miteinander kommunizieren. Also jetzt auf Russisch. Noch ein Mensch aus Charkow, der jetzt in Deutschland lebt, der Kinderlyriker Vadim Levin, der heute Geburtstag hat. Vadim Levin. Ja, Gratulationen, das ist ein wunderbarer Mensch, ein wunderbarer Lyriker, Vadim Levin. Das, wie viel er für Kinder in Charkow gemacht hat, ich glaube, es gibt keinen zweiten. Doch, es gab zwei, er und seine Lebenspartnerin, die nach Israel ausgewandert ist. Ja, also Charkow war auch, was die Kinderliteratur angeht, also von sehr guten und potenten Lyrikern vertreten. Ja, jetzt sind wir auf verschiedenen Seiten der Grenzen, aber wir sind vereinigt sehr stark. Also die Liebe zu St. Petersburg, zur Kinoproduktionsstandort Charkow von St. Petersburg. Ich habe zu allen, die du erwähnt hast, habe ich eine sehr besondere Beziehung. Und das ist ein Teil dieser Vorstellung von Identität. Ich muss ganz schnell davon erzählen, weil hier gibt es auch Persönliches und Allgemeines. Und dieses kollektive Modell der Identität ist mir nah, würde ich an zweiter Stelle sagen. Ich würde den Moderator bitten, dass er mir 2-3 Minuten gibt, damit ich darüber sprechen könnte, wovon ich am Anfang nicht sprechen wollte. Ich habe
habe Alina Gromova zugehört. Es war unglaublich interessante, eine unglaublich interessante Lesung und ihre Ideen habe ich zum ersten Mal gehört. Und ich habe mich erinnert an meine eigene Arbeit, mein altes Essay, das man auf einem Portal im Verben finden kann. Zweite Literatur, die Literatur heißt Abteilung. Es ist aus der Bärenhöhle in Berlin, heißt der Artikel. Alina, damit sie eine Identitätsvorstellung gewinnen konnte, das ihr nah ist, sie brauchte den Begriff Raum. Ich brauchte den Begriff Grenze dafür in meiner Studie. Und in diesem Essay geht es um Überquerung von Grenzen, verschiedene Grenzen, allerlei Grenzen zwischen Russland zum Beispiel und dem russischsprachigen Ausland. Damit verbanden wir die restliche Welt an Russland, indem wir das russischsprachige Ausland nannten. Das war die erste Grenze. Dann gab es viele andere Grenzen, die wir überqueren mussten. Das ist eine Familienerfahrung fast von Grenzüberquerung. Das sind die Grenzen zwischen West- und Ostberlin, Grenzen, die wir viele Male, Kevin Michael hat diese Grenze überquert sehr oft. Das ist die Grenze zwischen verschiedenen Bezirken in Berlin, Wedding und Prenzlauer Berg. Wir lebten zu dieser Zeit gerade, unsere Familie, an der Grenze, nicht nur geografisch, auch die Barrieren, Sprachbarrieren, kulturelle Barrieren, psychologische Barrieren, auch die auf dem Familienniveau entstehen. Also wenn der Papa ist Amerikaner, die Mutter ist aus Russland und die Kinder sind deutsch. Und das, was Alina erzählt hat, war von einer ganz anderen Natur. Und das ist natürlich auch Erlebnisse und alles das, was man durch sich hindurch lässt. Ich brauche ein Wortspiel dafür, das ich in diesem Essay benutzt habe. Styx, das ist der Fluss der Unterwelt. Also das Ergebnis dieser Grenzüberquerung wird empfunden als... Das ist eine nicht wirklich, es ist eine traurige Geschichte eigentlich, also ein nicht sehr schönes Erlebnis. Es gibt auch sehr viel Lustiges darin, aber die Empfindungen sind nochmal anders. Also Diskomfort, Trauer sogar oder Angst, nicht so wie bei Alina, aber und das Ergebnis ist auch anders. Aber das Ergebnis ist so: Der Tod, Styx, der Fluss. Der Tod und auch die Geburt von etwas Neuem. Und der Übergang, der Durchbruch durch diese Eingeschlossenheit in der Provinzialität, das ist auch sehr wichtig. Verstehen Sie? Es ist nicht ein Jonglieren mit Identitäten. Und nicht diese freie Wahl von der einen oder der anderen Identität, sondern es ist etwas ganz anderes. Das ist dieses Dasein über die Barrieren, über die Grenzen oder außerhalb der Barrieren und Grenzen. Also dieses Essay fängt mit dem Kapitel »Wir überqueren die Grenze« und endet mit »Überquerung von Graben«. Ja, es gibt eine Referenz. Es geht um die Überquerung der Grenzen und dem Leben über die Barrieren oder über die Grenzen. Und wenn Sie einen eigenen Zirkel, Freundeskreis bilden, das sind die Verwandte zwischen Fremden und Fremde zwischen verwandten Menschen oder lieben Menschen. Das sind aber ganz andere Verwandte manchmal. Das sind die Verwandte, die man auf verschiedenen Seiten der Grenze findet. Das ist, womit ich angefangen habe. Also das heißt, es ist möglich, verwandte Menschen auf beiden Seiten der Grenzen zu finden. Und dieses Dasein über die Barrieren, meine Identität dabei, ich erkenne sie am Beispiel unseres Vereins. Etwa ein Jahr zurückliegend
hatten wir eine Zeit, unser Verein, wo wir viel über Konzeptionen gesprochen haben. Konzepte und Programme, Programmdokumente. Und wir wollten ein Manifest zusammenstellen. Und genau darüber sprachen wir. Über Brückenschlagen zwischen Russland und Deutschland, zwischen der deutschen und der russischen Kultur. Wir sprachen über die Überwindung der Sprachbarrieren. Auch haben wir speziell darüber gesprochen, dass die Vereinsmenschen, das sind anerkannte Literaten auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind es aber auch Maler, Musiker, Wissenschaftler, Unternehmer. Und das ist sehr wichtig, weil gerade dank diesem Fakt erreichen wir diesen Ausbruch über die sprachlichen und andere Barrieren. Wir diskutierten die Eigenschaft, dass in unserem Verein SLOG Intermedialität auch eigen ist. Wir haben verschiedene Konferenzen durchgeführt an der Grenze zwischen Philologie, also zwischendisziplinäre Praktiken, wie zum Beispiel das Festival Dirigibel, aus dem unser heutiges Festival geworden ist, dieses Festival Dirigibel von Parshikov. Es wurde ja auch erwähnt und die, die letztes Jahr dabei waren, die erinnern sich daran, dass wir Musik hatten und Maler. Maler hat aber auch gemalt. Das war 2019, das war nicht im letzten Jahr, die Zeit vergeht. Sie verstehen, das ist ein ganz anderes Modell, nicht das Modell, das Irina erwähnt hat. Mir war es wichtig, Ihnen, was Alina erzählt hat, also ich will ein anderes Modell beschreiben, wollte ich, und das habe ich auch gemacht. Und ich würde das Wort wieder weitergeben an jemand anderen. Ich würde jetzt dann, Mischa, also wenn wir schon bei diesem Thema jetzt kreiseln, sozusagen, umkreisen dieses Thema, dann sagst du bitte etwas, was du darüber denkst, was die Identitäten angeht oder Grenzübergänge oder werden jetzt parallele Literaturen ihre Existenz sozusagen fristen und gestalten, wie es nach 1917, 20 so gewesen. Но, собственно, да, об этом я и говорю уже несколько месяцев, можно ja, сказать. Davon spreche ich schon mehrere Monate. Ich glaube, so wird es auch sein, dass die russischsprachige Literatur jetzt auf jeden Fall sich trennen wird. Sie ist schon getrennt und es wird jetzt unwiederbringlich getrennt. Es wird russische Literatur in Russland geben und russischsprachige Literatur außerhalb Russlands, so wie es nach der Oktoberrevolution war. Ich glaube, dass jetzt diese russischsprachige Literatur im Ausland hat mehr Chancen, stärker zu werden, schöner zu werden, als die innerhalb Russland geschrieben wird. Deshalb habe ich auch überlegt, was kann man machen dafür, Zeitschriften zu gründen, Gruppen zu führen, so wie... Das Ende vom Moskau-Zentrismus sozusagen gekommen. Да, да. Сейчас, наверное, Саше довольно сложно нас переводить. Ну, попробуем. Es ist nicht einfach zu übersetzen, wenn so viel Dialog zustande kommt. Ja, im Grunde habe ich das nie gemocht, dass in Russland alles sich in Moskau, dass alles in Moskau endet und sich um Moskau dreht. Im Literaturhaus in Schleswig-Holstein habe ich einmal eine Diskussion gehabt.
Mit dem Geschäftsführer des Literaturhauses. Er sagte, dass Deutschland bewegt sich in falsche Richtung, in Richtung von Berlin. Man muss aber in verschiedene Richtungen sich bewegen. Und auch damals hatte ich das komische Gefühl bekommen, ich habe ihn damals beziehungsweise gar nicht richtig verstanden oder es kam mir komisch vor. Jetzt verstehe ich ihn aber auch, dass Orientierung an eine Hauptstadt ist nicht unbedingt gut. Und gerade was Literatur angeht, wir haben ja schon viele Zentren. Es gibt in Berlin einige Zeitschriften, Berlin Berega, eine Zeitschrift zum Beispiel. Ich bin Redakteur dieser Zeitschrift. In Kroatien, in Montenegro, in Paris und in New York gibt es das auch. Es wäre interessant, in einem bestimmten Moment das zu vereinigen. Es vereinigt sich ja auch schon jetzt von alleine. Aber interessant wäre es für mich zu beobachten, wohin es uns führen wird. Und was die Frage Identität angeht, wenn wir über Majakowski sprechen, zum Beispiel Wladimir Majakowski, ich habe immer seine nicht-politischen Gedichte gemocht. Auch ich habe mir nie zum Ziel gesetzt, über Politik zu schreiben. Deshalb zu Beginn dieses Jahres habe ich an einem Roman gearbeitet. Dann kam das, was kam, und ich habe aufgehört, daran zu schreiben, an diesem Roman. Weil in mir selbst habe ich eine Welt, außerhalb mir ist eine andere Welt. Und diese Welt, die außerhalb ist, schüttelt an dir so heftig, dass in dir drin gar nichts mehr übrig bleibt. Auch jetzt bin ich immer noch schockiert und frage mich, was soll ich denn mit diesem Roman zum Beispiel machen, was nicht zu Ende geschrieben ist. Ich habe mit meiner eigenen Identität eigentlich auch noch keine Klarheit, so gesehen. Okay, was du sagst jetzt über dein Roman, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Das passt mir sogar in mein Konzept, wenn ich sage, was heißt Konzept? Also ich habe schon mehrmals auch gesagt und angedeutet, dass irgendwie ist die Zeit, deswegen dystopisch, auch nicht unbedingt literarisch und nicht für schöne Literatur. Also mit diesem Gefühl leben wir irgendwie alle, plus minus, mehr oder weniger, wenn es jetzt nicht um was Publizistisches geht. Und wenn du sagst, Identität, du meinst bestimmt was anderes, was ich meinte, eher deine deutsche Wurzeln zum Beispiel. Du hast vor 20 Jahren auf Deutsch geschrieben, jetzt schreibst du auf Russisch. Не совсем так. По сути, когда я жил в России до 96 года, я считал себя русским писателем Михаилом Шлейхером. Autor gehalten, Michael Schleicher oder Michael Schleicher. Wir waren zwei große Freunde, zwei gute Freunde, Michael Schleicher und Arseni Lee. Er war aus Korea. Also das wäre eine doppelte Identität. Nein, so wäre es nicht. Als ich einige Jahre in Deutschland gelebt habe, habe ich realisiert, dass ich nicht unbedingt ein russischer Autor war. Und erst recht, nachdem ich angefangen habe, auf Deutsch zu schreiben und einige Jahre auf Deutsch geschrieben habe, dann habe ich aber wieder ins Russische gewechselt. Und ich habe gedacht, ich bin ja gar kein russischer Schriftsteller. Ich war ja auch seit vielen Jahren nicht mehr in Russland. Was sie dort denken, ich kann natürlich auf YouTube zurückgreifen, aber das ist ja nicht wirklich echt. Also in der Tat kann man jetzt sagen, ich bin ein deutscher Autor, der auf Russisch schreibt. So wie Irina sagte, sie ist ein ukrainischer Schriftsteller, der auf Russisch schreibt. Das ist meine Identität jetzt.
Und wenn wir darauf zurückzukommen, was Lena sagte, sie hat über Brücken und Russland gesprochen, zwischen Russland und Deutschland gesprochen. Und gerade jetzt mag ich nicht unbedingt solche Brücken schlagen. Also ich habe eine innerliche Ablehnung in mir. Natürlich kann ich verstehen, dass in Zeitschriften, wo ich früher geschrieben habe, sind Menschen, die gegen den Krieg sind. Nichtsdestotrotz habe ich ein sehr komisches Gefühl. Verstehen Sie, Literatur kann nie Schritt halten mit dem Propaganda, also sogar im guten Sinne des Wortes mit dem Propaganda. Das ist auch gar nicht die Funktion der Literatur, den Schritt mitzuhalten mit dem Propaganda. Und wenn wir wieder auf die Frage Identität zurückkommen, solange es eine Sprache gibt, die Sprache trägt in sich oder mit sich diese ganze große literarische Erfahrung, alles, was wir gelesen haben und alles, was diese Melange von Erfahrung, Kultur und dem Gelesenen am Ende ergibt. Also der wunderbare Schriftsteller Sergei Solowjow, der heute gelesen hat, er ist ein Mensch der Welt. Ich dachte immer, sogar als er noch in Russland gelebt hat, auf der Krim lebte, in der Ukraine lebte und Lyrik schrieb, ja, natürlich, diese kulturelle Schicht war spürbar und sichtbar. Trotzdem waren es Gedichte, die hätten auch von anderen Menschen stammen können. Sobald man sie übersetzt hat, wäre es nicht anders. Genauso wie sein letzter Roman, Das Lächeln von Shakti, der letzte Roman von Sergei Solowjow. Dort ist alles, alle Schichten erwähnt und umgesetzt, literarische Schichten. Nicht nur die russische Kultur, sondern die Weltkultur existiert in seinem Roman. Und diese Literatur, natürlich verstehen wir alle, dass diese Literatur den Menschen nicht zum Besseren umkehren kann. Sie kann nicht Kriege, sie kann nicht gegen Kriege vorgehen, aber sie kann die Gemüter verfeinern und diese Literatur wird deshalb auch gebraucht. Natürlich ist es verständlich, dass wir in Bezug auf diesen Krieg nicht nur hier am Tisch, sondern auch durch unser Schreiben eine Aussage machen wollen. Man muss darüber eine Aussage machen. Es gibt allerdings Literatur von einer anderen Art, die in ganz anderen Kategorien denkt. Und sie muss es auch geben, weil wenn in diesem Konflikt werden wir solche Menschen wie Sergei Solowjow verlieren, wird das Leben, auch das literarische Leben, sehr viel härter werden. Ist es verständlich, wovon ich spreche? Ich würde ganz kurz eine Anmerkung machen, dass über diesen Mitstreiter von mir, Arseni Li, mit dem ich damals gearbeitet habe im Ural, der ist in Russland zurückgeblieben, er ist für Putin und für Stalin, für den Buchstaben Z, für den Krieg. Und er hat auch großen Gefallen an einem Buch von Sergei Solowjow gefunden. Und das ist eine Frage. Die Bücher von Sergei Solowjow, auf welchen Seite steht er? Ja, warum muss denn ein Buch auf irgendwessen Seite sein? Dass dieses Buch Arseni gefallen hat, sagt doch gar nichts. Wenn Sergei in seinem Buch
irgendwelche antirussischen Aussagen machen würde. Natürlich ist es nicht unbedingt sein. Also wenn da dort antirussische Motive vorkommen würden, würde dieses Buch nicht als Asinili nicht gefallen, weil das ist ja was ganz anderes. Es geht um die Konjunktur, wo du sofort Position beziehen musst, weil du weißt, was du dafür auch bekommst oder nicht bekommst. Nein, ich spreche über etwas anderes. Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Also was ich sagen wollte, es gibt hier Menschen, es gibt Menschen, die hier sind und es gibt Menschen, die dort sind. Die einen mögen solche Bücher und die anderen mögen andere Bücher. Ihre Seelen sind fein genug, um etwas zu spüren, und trotzdem kommt es dazu, dass jemand ist hier und jemand ist dort. Also diese Seelenfeinheit ist natürlich nicht wirklich das Entscheidende. Also wenn wir über Komplimente sprechen, wenn wir über Arseni sprechen, Arsenili, das ist natürlich sehr problematisch, aber wir müssen nicht über die Menschen, die hier fehlen, sprechen. Natürlich gibt es feine Seelen und Gemüter, der wunderbare Lyriker, wunderbare Lyrikerin Svetlana Kekova, sie ist auch auf jener Seite. Das ist aber eine der besten Freundinnen von mir. So verläuft jetzt die Trennung. Und ich weiß nicht, was ich damit tun kann. Ich denke immer, es wird der Moment kommen, dass irgendwas in einem Menschen umschaltet und der diesen Schrecken, von dem allem, was passiert ist, sehen wird. Aber das sind vielleicht meine Illusionen. Und ich verstehe, dass das auch nicht vielleicht zustande kommt, niemals. Und diese Separierung, die ist auf der globalen Ebene, hat sie stattgefunden. Ja, Literatur wird es geben, in Russland auch. Es wird auch wunderbare Lyriker und Lyrikerin geben. Außer wenn ich die gestrigen Lyriker lese, die Propaganda-Agitation betreiben, siehst du, wie schnell die Gedichte dir das Übel nehmen. Also wenn ein Mensch auf der Seite des Bösen steht, dass die Menschen eindimensional werden. Diese Rhetorik, also die auf Niederträchtigkeit irgendwie erinnert. Also es gibt ein hohes Risiko. Aber es gibt trotzdem talentierte Menschen, die auf jener Seite stehen. Was wird mit ihnen passieren? Das ist eine große Frage. Das ist die Zeit von Fragen. Ich habe keine klaren Umrisse der Zukunft, weder für Literatur noch aus der Sicht des Menschlichen, womit das alles enden wird, was mit der Ukraine wird, was alles mit Russland werden wird, auch die Nachbarländer, was damit werden wird, ist auch absolut unklar. Wir leben in einer Zeit, wo wir diese Fragen stellen müssen und Hypothesen aufstellen müssen. Also überzeugendere Hypothesen oder weniger überzeugende Hypothesen, aber solche, die wir überhaupt imstande sind zu bilden, zu machen. Ich kann allerdings auf alle wichtigsten Fragen kann ich keine einzige Antwort liefern. Ich würde aber versuchen, eine Antwort geben. Es war eine sehr gute Provokation, finde ich, diese Frage. Warum gefällt den Menschen, die auf den anderen Seiten sind, dasselbe? Ja, genau, weil das, was ihnen gefällt, kann man nicht einer Seite zuordnen und zurechnen. Es gibt Lyriker, die gegen die ganze Welt sind. Und vielleicht soll auch ein Schriftsteller so sein, also gegen die ganze Welt und nicht gegen die eine oder die andere Seite. Ende 80er Jahre musste ich für eine Anthologie über moderne russischsprachige Literaten aus Deutschland schreiben. Es gab ungefähr etwas weniger als 100 Literaten, die in Deutschland lebten damals. Ich habe ihnen Fragebogen verschickt. Es gab zwei Fragebogen. Ein Fragebogen wurde von allen beantwortet und nur die Hälfte hat den anderen Fragebogen beantwortet. Und dort
gab es um die, wie stellen Sie sich als Schriftsteller vor, was ist das Musterhafte, wie verstehen Sie sich in diesem Kontext? Und ich habe sehr, ist mir aufgefallen, dass Sie immer geantwortet haben, ja, ein Schriftsteller ist ein Zigeuner oder ein Wandernder. Ja, ein Schriftsteller ist ein ewiger Jude. Schriftsteller sind Nomaden oder Vögel, die in der Luft hängen, also weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite. Oder Boris Kasanow, den ich sehr schätze, hat geantwortet, ein russischer Schriftsteller, also das Russland, das ich liebe, ist die Idee von Platon, von Plato, und die gibt es aber auch gar nicht mehr. Ein Schriftsteller ist immer ein Gejagter. Sein berühmtes Essay Exilium. Verstehen Sie? Vielleicht ist das die Antwort auf diese Frage. Außerdem hatten wir noch eine andere sehr interessante Frage. Was wird werden? Also die Frage der Brücken, die Frage der Literatur, die jetzt hierzulande wächst, außerhalb Russland. Ich würde vielleicht da. Ich glaube, Lena, also allein die Tatsache, dass unsere Vereinigung existiert und dass wir damals, ich glaube, es war 2019, ja, als wir fast 100-jähriges, so augenzwinkernd Bestehen gefeiert haben, weil gegründet wurde die Vereinigung zuerst Anfang 20er Jahre. Das ist auch nicht so genau definiert, festgelegt, leider. 1920 bis 22 um die Zeit. Und um Josef Hessen oder Gessen auf Russisch, wie er hieß, und Juli Eichenwald. Später gab es auch eine Entwicklung dann in Frankreich, aber das war erst nach dem Krieg mit Boris Zaitsev. Aber ursprünglich war es in Berlin bis so circa 1935. Und da knüpfen wir auch an. Zumindest wir haben es so manifestiert und gesagt, völlig unpolitisch im Grunde genommen. Und du, Mischa, erzählst über bestimmte Events, du meinst jetzt Tschernagorie, also und das Festival, das dort stattfindet, von Marat Gelman. Aber wichtig ist, dass eine Entwicklung stattfindet, die man als Szene oder auf Russisch Sreda, kann man auch sagen, nennen darf. Ja, dass nicht irgendwelche vereinzelte Ereignisse oder bestimmte auch Autoren, also bestimmte Autoren arbeiteten seit Jahren hier. Wir können nicht nur an Boris Kasanow, auch an Friedrich Gorenstein uns erinnern. Ich hatte damals noch die Ehre und die Möglichkeit, ich wusste nicht, dass das sein letzter Auftritt sein wird, in Erfurt zu organisieren. Er kam damals nach Erfurt auf meine Einladung. Ich koordinierte damals eine Lesereihe, Exilibris hieß diese Reihe. Und kam nicht nur er, da gab es auch andere Autoren, auch aus Amerika, zum Beispiel David Schreier-Petrov und der Vater von Maxim Schreier, heute berühmten, relativ bekannten Autor und Literaturwissenschaftler. Also das heißt, es gibt immer wieder irgendwelche Ereignisse und Entwicklungen, und auch unsere Vereinigung ist so eine Entwicklung, hoffen wir mal. Und die Verbindungen, du meintest, wir wollten manifestieren, dass wir die Verbindung nach Russland schaffen.
möchten. Das ist, ja, das wurde immer gesagt, also das wurde immer seit Jahren gesagt, dass das wichtig ist, dass das klingt ein bisschen banal, das klang für mich auch damals ein bisschen trivial, sagen wir so. Wir als Vertreter der russischen Sprache sowieso stellen so eine Verbindung dar, würde ich behaupten. Obwohl man kann natürlich auch, und es wird darüber diskutiert, ob die russische Literatur zum Beispiel in Riga von heute, in Lettland, nicht anders sei. Ja? Und ob die Sprache nicht ganz anders ist. Und es wird anders geschrieben oder zumindest anders übersetzt aus dem Lettischen, weil anders verstanden wird. Und ob uns sowas Ähnliches erwartet und etwas Autarkes entsteht, was aber Aussagekraft hat und plausibel und relevant erscheint. Das wäre meine Frage. Was würdest du dazu sagen? Я немножко сейчас от скорее от Мишиного вопроса оттолкнусь, да? Ich würde jetzt mit Michaels Frage anfangen, also die Wahl, die vor uns steht, die vor der literarischen Diaspora hier steht. Ich glaube, das ist die einfachste Bezeichnung für uns. Also die Wahl, die wir treffen müssen. Sogar wenn ein Wort im Programm steht, also zum Beispiel das Wort Brücke, da sind ja ganz verschiedene Bedeutungen dahinter. In den 60er, 70er Jahren gab es eine Zeitschrift mit dem Namen Brücken. Dort haben echte Immigranten geschrieben, also wirklich echte Immigranten. Die wurden herausgedrückt oder weggeschickt aus Russland oder haben freiwillig aus Russland gegangen. Sie wollten zurückkommen, durften aber nicht zurückkommen in Russland, das es damals existiert hat. Also diese Zeitschrift hat in seinem Programm Brücken zu bauen zwischen uns und Russland, zwischen dem Vergangenen und der Zukunft. Und es gab auch noch eine andere Zeitschrift, Brücke, die in Frankfurt seit 2014 existiert, neben Literarischer Europäer. Die Zeitschrift versteht sich auch als eine migrantische Zeitschrift, hat aber ein ganz anderes Programm, ein Programm der Separierung, der Trennung. Wir sind hier genau die, die die echte russische Literatur vertreten. Und alles, was es drüben gibt, ist ohne Relevanz. Und was interessant ist, wir erinnern uns an die erste russische Emigration, die Emigration, reine Emigration als solche, die aus Russland gegangen sind, mit welchen Vorstellungen, die genau die Vorstellungen hatten, die diese zweite Zeitschrift Brücke, also dass ich die Brücke mitgenommen habe. Roman Gol, ein wunderbarer Schriftsteller und Kritiker, der hat ein dreibändiges Erinnerungsbuch geschrieben. Ich habe das Russland mitgenommen. Das ist Apologie der Emigration. Russland in Deutschland, Russland in Frankreich, Russland in Amerika. Das war der dritte Band. Hier ist Russland und nicht irgendwo sonst. Und außerdem, wenn wir uns an die erste Welle der Emigration erinnern, Stepun, wo ist Russland? Russland ist nach Paris emigriert. Oder das Zitat, das alle kennen, das, was Sinaida Gippeus verkündet hat über den Behälter der russischen Literatur, das verschüttet wurde. Also russische Literatur ist hier in Frankreich und nicht in Russland. So wurde es vorgestellt durch die russische Emigration, russischsprachige Emigration bis Mitte 30er Jahre. Dann wurden die Vorstellungen auch anders. Aber was ist die Schlussfolgerung davon? Es gab zumindest zwei Autoren, die dieses Programm in seinem Leben realisiert haben. Und was war das? Das war Boris Saizew, den ich sehr liebe, der einst stolz darauf war, dass er ein halbes Jahrhundert fast in Frankreich gelebt hat und kein Wort auf Französisch sagen kann. Er hat natürlich Flaubert übersetzt, aber er wollte nicht Französisch sprechen.
das ist meine Welt. Das ist Welt der meiner Sprache. Ich baue hier mein Russland. Ich errichte das echte Russland hier. Oder ein anderer Autor, den ich auch sehr mag, Ivan Schmelow, der auch sein Russland mitgenommen hat. Der in einem Pariser Vorort gelebt hat, der lebt, hatte seinen eigenen Garten und baute Gemüse an und sammelte Pilze. Und er hatte einen Vanitschka, mit dem sein Buch anfing. Mein Vanitschka, als er groß geworden ist, wurde ein Slavist in Gentignon. Und Vanitschka, nach vielen, vielen Jahren, hat er erzählt, er fühlte sich ein bisschen unangenehm, selbstgenähte Kleider hat ihm seine Mutter gemacht, er hat es getragen, alles in einer sehr russischen Art, er hatte sich unwohl gefühlt, unter seinen Gleichaltrigen spazieren zu gehen. So ein Leben hat es gegeben, verstehen Sie? Ja, jetzt ist es, glaube ich, kaum möglich. Aber vergessen Sie nicht, im Zusammenhang damit, was jetzt in Russland passiert und in der Ukraine passiert, es werden ja nicht nur Emigranten aus Russland fahren, sondern auch, oder auch sind gekommen, massenhaft Emigranten aus der Ukraine. Es gibt ja auch sehr viele russischsprachige Ukrainer, Emigranten. Ich glaube, noch ein bisschen, und wenn das so geht, genauso viele Emigranten aus Weißrussland, aus Belarus kommen werden. Und alles wird wieder anders. Und diese Brücken mit Russland, ich glaube, man muss das schon daran denken, damit es eine Leiter oder sogar eine Hängeleiter ist. Aber wir müssen abwarten. Wir müssen abwarten, um zu erfahren, was es überhaupt werden kann. Weil es wird hin und her geschoben, wird sich ständig umbilden, ergänzt werden. Und wenn diese Massen aus Belarus, aus der Ukraine und aus Russland kommen werden, bekommen wir eine neue historische Gemeinschaft. Ja, aus der Ukraine ist ja 1 Million Menschen ausgewandert. Nicht alle schreiben, aber ein Teil von denen, die ausgewandert sind, sind ja Schreibende oder werden schreiben. Auf jeden Fall diese Tendenz ist ja eine gegenteilige Tendenz eigentlich. Wir werden nicht in russischen Hemden herumlaufen. Ja, ich wollte es ja nur diese Möglichkeiten theoretisch vorstellen. Also wenn man sehr konsequent darüber spricht, dass das echte Russland ist hier. Diese Idee ist ja nicht ganz fremd der jetzigen Welt, der heutigen Welt. Es gibt eine Stiftung, eine Zeitschrift, das echte Russland, vielleicht kennen Sie das. Es wurde gegründet von Boris Akunin, Sergei Guriev und Michael Baryshnikov. Sie haben das gegründet und dann hat sich angeschlossen Ludmila Ulitskaya, die lebt jetzt in Berlin, Nikitin. Das ist nicht kein radikales Projekt im Vergleich zu denen, ich gesprochen habe. Es ist ein sehr interessantes Projekt. Das ist eine Stiftung, das den Opfern der Aggression hilft. Dann ist es eine Zeitschrift, das über viele interessante Dinge schreibt. Zum Beispiel darüber, wie kam es dazu, dass Russland so weit gekommen ist, wo es jetzt gelandet ist. Also sehr wichtige Dinge machen sie. Ja, das ist eine dritte Variante, die mir für mich sehr klar ist. Ich glaube, das ist wie ein Netzwerk. Also nicht unbedingt sich anzufreunden, glaube ich, aber Berührungspunkte zu finden und Austausch zu betreiben. Deshalb, und so wird es zu keinen lokalen Inseln, sondern eine Gemeinschaft von gut ausgebildeten, denkenden und vernünftigen Menschen sein, die immer Berührungspunkte finden und überschneidende Themen. Aber nicht einander
übel zu bringen oder Rache zu üben, was manchmal auch typisch ist. Also man muss eben daran arbeiten, das zu vermeiden. Das ist ja genau das, was wir machen mit unseren deutschen Kollegen. Das machen wir mit unseren ukrainischen Freunden. Damit wie sie sich auch verstehen. Das ist das, was jetzt gerade auch passiert. Es gibt sehr viel Hass in der Welt, und wenn sie soziale Netzwerke lesen, also Menschen, die nichts schreiben, sondern nur soziale Netzwerke schreiben, sehen sie, wie diese Lawine von Hass anwächst. Also zunächst die Aggression angefangen hat, die hassen wir, dann die sie unterstützt haben, dann hassen wir die alle Russen auf dem Territorium des Russlands, dann hassen wir alle Russen überall. Das ist diese Lawine, das ist das, was ich lese bei allen, die ich für meine Freunde gelesen habe. Und dann lese ich auch, töte Russen, das lese ich auch. Wir wollten ja Nomadisierung, aber das ist das, wohin wir gekommen sind. Wir können da in dem Netzwerk Kontakte, im Telegram, wenn Sie das lesen, da steht ja auch, töte den Ukrainer. Da muss der Krieg erst zu Ende gehen, und dann in Abhängigkeit davon, wie es zu Ende geht. Das wird auch so weitergehen, weil der Krieg noch fortdauert. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch unter den Menschen, zwischen den Menschen. Das sind unvermeidliche Dinge. Aber ich denke, ich schaue, was Schriftsteller machen. Zumindest solche, die ich liebe und mag, auf verschiedenen Seiten der Grenze. Gegen die Bürste der Welt. Это цитата немецкого переводчика. Gegen den Wind. Это мой или это подстрочник? Gegen die Bürste der Welt. Да. Gegen die Bürste. Хорошо. Да. Вот там в России кто остался? Павел Санаев остался. Die Menschen, die in Russland geblieben sind, Павел Санаев. Да. Нет. Вот я об этом и говорю, что и среди писателей больше своих попал ту и другую сторону. Ja, ich spreche ja davon, dass Schriftsteller auf beiden для Seiten. Для меня, я не знаю, для каждого sind. Наверняка там свой круг. Ich zähle mal auf. Санаев, Слоповский, Водолазкин, Водолазкин. Но я не знаю, Варшавер, Дина. Варшавер. Так, все, мы утомили уже людей. А, хорошо. И если назвать имя, которое может быть wenn ich den Namen auch benenne, Оксимирон, Оксимирон, der ist in St. Petersburg und ist dort. Все они там. Sie sind alle dort. Но они такие же. Aber die sind gegen die ganze Welt. Sie haben natürlich den Krieg verurteilt. Aber die sind dort und sie bleiben dort. Und es hört sich natürlich auch ganz anders dort, wie im Vergleich zu unseren Sentenzien und unseren Gesprächen heute hier. Ich glaube, dass Schriftsteller sind damit auch beschäftigt. Ich kann das wunderbar vorstellen, aber gegen die ganze Welt zu singen, das ist würdig, sehr würdige Angelegenheit und wichtige Aufgabe, ich glaube, auch für die Literatur sowieso. Aber du hast auch mal gesagt, dass du hast es auch heute gesagt, eben gesagt, und ich habe früher von dir gehört, ein Schriftsteller ist immer ein Emigrant. Mhm. Ist das auch deine Meinung? Ja, auch mein. Und heißt es, aber hast du nicht festgestellt, wie viele Diskrepanzen, milde gesagt, wie viele, also das, was eben Irina Svidenia-Schotow назвала, also oder bestimmte wirklich wie auf einer kommunalen Küche in einer WG, also in Sowjetzeiten, in dieser Kommunalka, wie viele Stresssituationen, wiederum milde gesagt, gewesen, auch
zwischen den Immigranten, zwischen diesen Autoren, also ich würde jetzt die Namen nicht nennen, jetzt, aber du weißt bestimmt, von wem ich spreche, die jetzt noch in Deutschland tätig sind, Frankfurt, Main, Stuttgart, also jetzt als Hinweise für dich, um namentlich diese Autoren nicht benennen. Ein heißt Wladimir, die andere ist schon tot, Olga. Also wie viel gab es Animositäten? Obwohl kein Grund eigentlich bestand. Да, я и добавить могу. И это, знаете, это Крещатик, который нам очень близок, да, вот именно also, нам. Крещатик, у которого... Журнал Крещатик, если бы я вот так понимала, что... Я всегда понимала, что Zeitschrift Крещатик не только eine nostalgische Erinnerung über die Hauptstraße von Kiew, sondern dass es eine Kreuzung ist. Also im Sinne von Kreuzung, irgendeine Art Verknüpfung. Und die Zeitschrift Kreschatik hat seine Identität geändert. Das ist für mich eine schmerzhafte Tatsache. Die Zeitschrift Kreschatik hat die Autoren, die aus Russland kommen, publiziert sie nicht mehr. Kreschatik hat eine große Vereinigung in Russland verlassen. Also alle, die über Journal Nizal veröffentlicht wurden, das ist ja schwieriger geworden. Das ist schmerzhaft. Hm. Мы обозначили это все. Какой-то баланс. Это все, оно во всяком случае угаснет. Этого накала не будет. На, auf jeden Fall wird es langsam abebben. Also diese Anspannung wird peu à peu auch abheben. Danke. Ich glaube, das ist eine gewisse Herausforderung. Ich verstehe diesen Impuls des Hasses. Ich verstehe, dass es viele Dinge gibt, die dazu führen. Ich soll in dieser Situation auch etwas wählen, nicht mit Hass zurückantworten. Aber wenn wir über Kiew sprechen, Ukraine ist ja die leidtragende Seite, also diese Kiewer Verlagshaus, die Bücher auf Russisch publiziert. Sie haben Tatjana Wolskaja neulich veröffentlicht, zusammen mit Vadim Zhuk und auch andere Autoren. Sie haben auch Marina Garbar publiziert. Alles hängt von der Kultur ab, von den Menschen. Das war schon immer so. Man muss das nicht in einen Konflikt verwandeln. Man muss nur verstehen, dass überall auf jedem Platz gibt es Menschen, die denken, die auf der richtigen Seite sehen, auch talentierte Menschen. Und man kann sich daran orientieren, wenn sie nicht diese ausgesprochene Pro-Krieg-Position vertreten. Für diese Menschen, die für den Krieg sind auf dem russischen Territorium, diese Verlage, okay, auf die muss man keine Acht geben. Man muss einfach so machen, was man schon immer gemacht hat, um jemanden nebeneinander zu retten, neben sich selbst zu retten, muss man sich selbst retten zuerst. Davor, was passiert, um nicht auseinanderfallen und nicht in den Hass zu verfallen, also nicht zu zerfallen und sich daran erinnern, dass in verschiedenen Ländern, na, wie haben wir denn früher gelebt, zu Stalin-Zeiten, es waren doch nicht alle Halunken zu dieser Zeit, dann zur Brezhnev-Zeit, es waren ja auch nicht alle Halunken zu dieser Zeit. Und es gab ja auch Kriege in Russland, Afghanistan hat es gegeben. Warum sind wir nach Afghanistan
Afghanistan angegriffen. Mein Vater war beim Militär sein Leben lang. Er hat hinter dem Stacheldraht die Raketen mit Atomraketen bestückt hat unter der Erde. Es gab nicht mal irgendwelche, es waren alles Offiziere und Wissenschaftler. Damit war mein Vater beschäftigt. Als er zu einem Oberst geworden ist, ihm wurde angeboten, auch zum General aufzusteigen. Er hätte es theoretisch auch machen können, aber zu dieser Zeit sind unsere Regierung, sind wir in Afghanistan einmarschiert. Mein Vater konnte es nicht verkraften. Und er hat daran gedacht, dass so viele unsere Soldaten und auch fremde Soldaten sterben werden. Das konnte er nicht mehr verkraften. Deshalb hat er den Dienst quittiert, den Militärdienst. Deshalb immer in Russland. Und ich kann mich auch erinnern, dass Boris Chichibabin, er ist weiß wie ein Blatt, und ich frage ihn, was ist passiert? Und er sagt, du hast ja gesehen, Tschetschenien. Du hast es ja auch selbst im Fernsehen gesehen. Ja, habe ich gesehen, ich verstehe, das ist schrecklich. Und dadurch sterbe ich auch. Deshalb ist er auch gestorben. Tschetschenien, Georgien, die Krim. Verstehen Sie? Die ganze Welt. Ich möchte nicht radikale Dinge sagen, aber die ausgebildete Welt, Europa, die haben lange beobachtet. Und niemand hat von Anfang an, weder mit Tschetschenien noch mit Georgien, eine rote Linie gezogen. Es gab auch Abchasien. Das dauert ja weiter und weiter. Es ist ein permanenter Krieg. Vielleicht nicht so evident und schrecklich wie in der Ukraine, aber das dauert schon lange, dieser Krieg. Deshalb glaube ich, wir denken am Rande einer Situation, dass normale, vernünftige menschliche Kräfte gewinnen, oder sonst verstehe ich nicht, was mit der Welt werden wird. Ein Verrückter wird die Atombombe abwerfen. Alles ist möglich. Wir haben zu tun mit unzurechnungsfähigen Regierenden. Und Russland kann auch einen radikalen Schritt vollziehen. Russland kann zerfallen. Vielleicht wird die Atomwaffen werden in bestimmte Hände geraten, wo wir nicht wissen. Also was wir auch nehmen, ist alles schlimm. Und Sie sprechen über Brücken. Einfach publizieren, veröffentlichen, gute Menschen, gute Literaten sprechen, jemandem helfen, auszureisen. Ich glaube, wenn es noch schlimmer wird, noch viel mehr Menschen werden gezwungen sein, aus Russland wegzufahren. Das muss man verstehen, was am Ende werden wird. Das ist das Wichtigste. Ja, vielleicht wird der Dritte Weltkrieg ausbrechen. Das ist unklar, was dort gemacht wird, diese verrückten Menschen, wenn man diese Gesichter sich anschaut, denkst du, sie sind zu allem fähig. Auch das Volk, das so unterstützt. Wenn wir es brauchen, müssten wir Atombomben abwerfen. Also nach der ganzen Zeit der Perestroika, dass es diese Hoffnungen gab, was man machen kann, was mit diesen Menschen gemacht worden ist. Das ist verrückt. Also sich selbst zu retten, Gleichgewicht zu behalten. Je mehr diese Möglichkeiten geben wird von Publikationen verschiedener Zeitschriften oder Webseiten mit Gedichten, Treffen und Diskussionen von allen Gruppen, die in Deutschland leben. Das ist es.
da müssen wir zusammenhalten mit normalen Menschen. Das ist das Wichtigste und das Kreativste. Weil gerade in diesen Treffen, in diesen Auftritten, in Gedichten, in den Diskussionen, die wir führen, vielleicht gerade darin, vielleicht sind unsere Zuhörer gar nicht mehr aufnahmefähig, wir müssen Schluss machen, aber gerade darin können wir diese Einsamkeit vermeiden und keine Angst haben, alleine zu bleiben oder auch einfach die Angst abzuschütteln von uns und zu versuchen, das zu behalten, zu retten, das, was wir schon heute schon haben. Dieser Meinung bin ich, ja. Ich kann mich natürlich irren, aber so denke ich. Welche Szenarien können wir alle lange sprechen? Also die Zeit ist fast um. Ich kann nur sagen, dass ich zitiere jetzt lieber Parschikow aus dem Gedicht Treppchen. Der Geist formt die Umgebung und bildet einen Bogen. Richten Sie sich auf, finden Sie heraus, wer Sie waren. Wenn Sie zum Beispiel einem Stier einen Bogen nehmen, er wird in die lineare Dunkelheit eines Wurms hineingleiten. Lassen wir das nicht geschehen, in die lineare Dunkelheit eines Wurms hineinzugleiten. Bogen der Würde ist wichtig. Die Güte, die Liebe, was wir schon gesagt haben. Damit schließen wir heute ab. Wenn Sie erlauben. Und bitte, bitte die Dankbarkeit dem Literarischen Haus und dem Vielen Dank an Literaturhaus Berlin, an Sonja Longolius und Janika Gelinek. Und an Alexander Filuta auf jeden Fall. Ja, liebes Publikum, das noch im Saal sitzt, übrigens vielen Dank, liebes Panel, also für diesen wunderbaren Auftritt, war ein bisschen langwierig oder langatmig, also für mich als Dolmetscher, war schon grenzwertig, aber vielen Dank trotzdem. Ja, vielen Dank, somit ist unser Festival eigentlich zu Ende und wir möchten nochmal das Kollektiv vorstellen, das an diesem Festival gearbeitet hat, das ist die Schriftsteller Dmitri Drageli von Tom Schulz, die Künstlerin Anna Lukschina, die hier irgendwo im Raum ganz sicher noch da ist. Oder? Anna, ich, Alexander Filuta, großen Dank an das Literaturhaus Berlin, an Sonja Longolius und an Janika Gelinek und an Alexander und Sebastian, Alexander Stetzmann und Sebastian, mit dem Nachnamen, habe ich jetzt Sebastians Nachnamen vergessen? Januszewski, entschuldige Sebastian. Großen Dank auch an Özcan, Evelina und die liebe Kollegin, die heute, Elin, ja, die heute auch, die an der Kasse war. Ja, es ist vorbei. Vielen Dank auch an das Publikum nochmal und schön, dass ihr dabei wart. Ich übergebe, vielleicht willst du auch ein paar Worte sagen. Ich glaube, vieles ist gesagt und vielleicht, ja, mir geht es manchmal so, ich stolpere über irgendetwas, über eine Bordschwelle und dann denke ich nochmal darüber nach, was so in den letzten zwei Tagen passiert ist. Und ich glaube, wir nehmen vieles Gute mit, Dima, und vieles ist gesagt worden, aber es ist noch vieles zu tun und auch weiter zu sagen. Definitiv. Ich hoffe, dass wir das Festival auch fortsetzen. Also im Grunde, es ist das dritte Festival, wenn wir von 2019 rechnen, so wie unsere Vereinigung von 1922 rechnet, also die Zeitrechnung. Und dann sehen wir uns vielleicht, und ich hoffe auch bald wieder. Vielen Dank.